Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wir sind wieder in Empire War mit dem Thrawn's Revenge Mod und wir versuchen die Galaxis mit Singe einzunehmen. Vor allem versuche ich Dark Empire zu erreichen und dafür muss ich zwei imperiale Fraktionen in mich rein integrieren. Die Imperialen sind dafür zu stark, aber die Great Emerald Druid hatten noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Planeten. Und wenn ich die runter auf 3 Planeten kriege, werden die meins. Das heißt, ich muss 4 Planeten einnehmen. Hier im Kern könnte ich Hakassi und Corellia jetzt gleich einnehmen. Das werde ich auch versuchen. Und dann muss ich hier drüben noch 2 Planeten wie Tugoria und Thanos. Und dann ist es weit. Oder mit Ron Bimisari und dann habe ich die. Aber die Eriado-Autorität hat auch nur noch 7 Planeten. 1, 2, 3, 4 und 3 hier unten. Und wenn die da keinen Helden mit Warlord mehr haben, keinen Sander Delvados, dann könnte ich die auch integrieren. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob wir Delvado schon besiegt haben oder ob der generell schon besiegt worden ist. Das müssen wir mal schauen. Ich hatte ja auch das Problem, dass ich 5 Folgen schon aufgenommen hatte und das nicht funktioniert hat. Dann konnte ich die 5 Folgen nicht mehr laden. Keinen einzigen der Speicherstände, die ich da hatte. Jetzt habe ich aber nach der letzten Folge nochmal geguckt, ob ich den Speicherstand laden kann oder nicht. Kann ich. Und deswegen sind hier auch keine Angriffsschiffe mehr vorne drin. Lasst uns mal das hier zurücklassen, weil das ist meine andere Front hier. Turkana wird jetzt angegriffen. Turkana sollten wir kriegen. Mit den Bodeneinheiten von Murkana auch und den Einheiten, die hier bei Mon Calamari sind. Und dann können wir Mon Cala einnehmen und Mintuin und haben dann ein paar mehr Einheiten frei. Bei Desevro hätte ich auch gerne eine Raumstation, dass diese 1500er Flotte nicht über Desevro fliehen kann. Aber dafür haben wir jetzt gerade noch kein Geld. Da müssen wir auf die nächste Dingsbums warten. Schauen wir mal, dass Turkana jetzt hier funktioniert, hoffentlich. Bitte? Bitte? Hallo? Aber ich bin mal gespannt, ob wir das schaffen oder nicht. Und ich kann ja vielleicht auch schon mal anteasen, dass ich in den 5 Folgen, die ich jetzt leider wegschmeißen musste sozusagen, dass ich da einem Viscount begegnet bin. Nur dem Viscount-Prototyp, aber das war schon... Das hat mir Angst gemacht. Da müssen wir mal gucken, ob das hier auch passiert oder nicht. Meine Güte, so eine lange Ladezeit ist extrem. Aber ich hätte schon gedacht, ich muss jetzt hier das Ganze neu starten, aber nein. Es hat geladen. Und es ist auch nicht großartig. Oh, ich habe jetzt nicht... Haben wir keinen... Oh, wir haben hier in der Flotte keinen Interdiktor. Dafür haben die einen Interdiktor, sollen sie haben. Das ist mir egal. Aber wir haben keinen Interdiktor und ich hatte nicht gewartet, ob hier eine Dingsbums ist. Eine Ionkanone. Aber gut, die haben keine Einheiten mehr, die wirklich fliehen könnten. Und damit ist der Luftraum über Turkana gesichert. Sehr, sehr nett. Da sollten wir jetzt auch mal gucken, dass wir das da einnehmen. Und dann müssen wir allerdings auch aufpassen. Mit dem Geld, was jetzt gleich kommt, müssen wir Gebäude überall kaufen. Denn unser Infrastructure Score ist nur bei 30. Wenn wir jetzt Turkana, Mon Calamari, Mintuin einnehmen und dann noch versuchen, die Planeten da von der... The Graveyard habe ich verloren? Ja. Aber das ist nicht so schlimm. Hauptsache, das Imperium hat da keine 500.000er Flotte. Dann würde ich hier unten nicht mehr hinkommen. Aber, ja, wir müssen uns um unseren Infrastructure Score Gedanken machen. Aber ansonsten... Sieht das hier alles gar nicht so schlecht aus. Und wenn wir natürlich Bunta einnehmen könnten, wäre auch von Belderone die Einheiten ja nicht schlecht. Und dann hätten wir auch einen besseren Zugang zu Metalorn. Aber dafür müssen wir auch erstmal bei Mintuin schauen. Wie sieht es hier aus? Das ist eine 202er Flotte. Lass uns nochmal bei Metalorn gucken. Und mit den Bodeneinheiten jetzt hier erstmal angreifen. Ich habe keine Ahnung, was hier für Einheiten sind. Aber wir haben auch nicht so gute Infanterieeinheiten. Die müssten wir von Wayland jetzt mal wieder... Oh nein. Oh nein, wir haben keinerlei Anti-Flugeinheiten. Und wenn die jetzt hier wieder 50.000 von diesen V-Wings haben, sind wir tot. Deswegen, die einzigen Türme, die wir jetzt bauen dürfen, sind Anti-Flugtürme. Und davon können wir 3 bauen. Aber vielleicht 2 Anti-Flugtürme, eine Repair Station, mal gucken. Ihr beiden hier lang. Du darfst hier lang. Hier runter. Oh, du hier runter. Hier kommt mal ein Stück zurück. Alle Flugeinheiten, die ich habe, ein Stück zurückkommen. Dass die Flugeinheiten hier gleich zusammen auf den drauf gehen können. Ihr müsst so nah wie möglich dran, dann kann er euch sowieso nicht mehr abschießen. Sehr gut.
Und dann ist, glaube ich, deren Energiegenerator hier drüben. Eins, zwei hier lang. Du noch hier lang. Und dann nochmal zwei Flugeinheiten. Weil die sind, glaube ich, gar nicht schlecht gegen die AT-APs. Und die anderen können die V-Wings wahrscheinlich ganz gut vernichten. Die Frage ist halt, wie viele V-Wings hier sind. Wenn nur ein so ein V-Wing-Regiment hier ist, dann mache ich mir da auch keine großartigen Sorgen. Aber wenn es wieder 9 Stück sind, dann habe ich schon Angst. Einmal hier rüber und einer von euch... Okay, darf nicht da langkommen. Oh, es sind schon mehr als nur ein bisschen V-Wings. Aber der erste V-Wing ist Schrott. Du versuchst mal ein bisschen abzuhauen, dass die V-Wings nicht gerade nur auf dich drauf gehen. Sehr schön. Okay, wir haben schon 3 V-Wings vernichtet. Da fliegen mehr V-Wings nochmal an. Anti-Flugturm ist jetzt auch da. Und Repair Station auch. Das heißt, wir werden jetzt auch repariert werden. Ich möchte keinen von diesen Flugeinheiten verlieren. Uh-oh. Und da ist sie, Schrott. Oh mein Gott, das war knapp. Aber mit ein bisschen Glück war es das jetzt an V-Wings. Der war noch von da oben, okay. Aber sie regenerieren sich. Ah, oh, das tut gut. Das tut richtig gut. Und damit können wir jetzt schauen, dass wir hier mal versuchen anzugreifen. Und ihr dürft versuchen, hier das einzunehmen. Ihr geht auf die Infanterieeinheiten, weil wenn wir das hier einnehmen können, dann haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit zu bombardieren gleich. Einer von euch darf hier den Victory Point mal versuchen einzunehmen. Das dürft ihr vernichten. Und die Bombardierung darf hier auf das Senator's Office gehen. Schauen wir mal, der Armored Freerunner ist vernichtet. Sehr schön, das ist auch alles vernichtet. Guckt mal hier unten, was hier los ist. Und sie fliehen. Oh, Turkana war deutlich einfacher als Tonfalk. Oh mein Gott, jetzt fliehen sie nicht mehr, weil sie keine Einheiten mehr haben, mit denen sie fliehen könnten. Und jetzt haben wir gewonnen. Wunderbar. Wir haben nichts verloren. Die 3 V-Wing Airspeeder Wings. Sehr schön. Und damit... Klar, wir müssen Mon Calamari kriegen, aber wie gesagt, da müssen wir gut aufpassen, wenn wir natürlich jetzt Mintwin kriegen könnten. Okay, erstmal bei Hakassi gucken. Wie sind wir einfach durch die Graveyard durchgeflogen? War da keiner mehr? Das ist interessant. Dass das jetzt zwar deren Planet ist, aber wir einfach drüber fliegen können. Und dann schauen wir mal, wie es hier weiter aussieht. Okay, das sieht mir nach ganz und gar nichts aus, was die hier haben. Deswegen, das ist natürlich problematisch. Nehmen wir mal kurz hier die beiden Interdiktoren weg, falls wir fliehen müssen. Es ist nervig, dass hier eine Capital Shipyard ist. Aber... Oh, warum lebt der noch? Wenn wir jetzt uns hier den nehmen, 2 hiervon und... Oh, wen haben wir jetzt hier hingeholt? Na egal. Alles Anti-Jägerschiffe nochmal. Dass wirklich die Jäger komplett weggehen. Du darfst hier mit drauf gehen und du vernichtest jetzt bitte die Capital Shipyard, dass die auf jeden Fall Schrott ist. Ihr beiden dürft hier mit drauf gehen. Und hast du jetzt mal hier den Victory-Sternzerstörer bitte vernichtet. Dann den Strike-Kreuzer, aber der verliert nicht mal Schilder, also von daher. Nehmen wir den hier, den nächsten Strike-Kreuzer, der hier meint, einen Interdiktor spielen zu müssen. Hier drauf gehen. Und dann vernichten wir die mittelschweren dualen Turbolaser. Oh, Hyper-Velocity-Gun habe ich gar nicht mitgekriegt. Die gerade schon gefeuert? Es ist auch egal, Hakassi gehört uns. Zumindest der Luftraum. Und dann müssen wir gucken, dass wir hier den Boden gewinnen. Aber das, wie gesagt, zu allererst, wenn... Jetzt wollen sie nach Kentaris. Mintuin? Haben sie Bodeneinheiten? Okay. Wo war nochmal Kentaris? Ah, hier drüben. Haben wir aber die Flotte, die ist nicht mehr die stärkste, aber das sollten wir, denke ich, hinkriegen. Wenn wir natürlich hier die Einheiten bei Stenos komplett vernichten könnten, hätten wir da die ganzen Bodeneinheiten wieder frei, ne? Aber naja, bei Yavin 4 und hier auch. Ich habe das Gefühl, wir brauchen ATAAs, um die ganzen V-Wings besiegen zu können. Aber wir gucken mal. Mintuin ist nervig, weil es nochmal eine Capital Shipyard ist, aber die scheinen ja hier nichts anderes zu haben.
als ein paar Bodeneinheiten. Ich hoffe, die haben keine Ionenkanone. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Das sieht, glaube ich, nicht nur ganz gut aus, sondern sehr gut aus. Dann müssen wir uns jetzt den Einheiten stellen, die die hier haben, und hoffen, dass aus der Dreadnought-Schiffswerft die MC-90 ist nervig. Aber ansonsten müssen wir jetzt hoffen, dass Shinji hier mit der Iron Fist die vernichten kann. Und wir hier 1, 2, 3 unsere Lancers genug sind, um die Jäger und Bomber hier zu vernichten. Ja, ziemlich dumm von euch, nicht im Schirm der Valor zu bleiben, aber gut. Die Defender machen es besser. Aber wir gucken jetzt mal, dass wir hier auf die Valor gehen. Du darfst auf die Golan 3. Das große Problem sind jetzt halt die ganzen Sternjäger und Sternbomber. Aber Shinji hat so gut wie noch keine Schilde verloren, von daher würde ich hoffen, dass das einigermaßen nicht so schlimm ist. Du kommst nochmal mit hierhin, den will ich auf gar keinen Fall verlieren, aber der kann uns ein paar mehr Jäger bringen. Und die Jäger dürften dabei helfen, gegen die gegnerischen Jäger hier klarzukommen. Ihr dürft auf jeden Fall mal gucken, dass ihr ein paar A-Wings vernichtet und vielleicht die B-Wings. Oh mein Gott, kannst du jetzt da mal durch die Schilde kommen? Ich meine, Shinji brauche ich danach jetzt erstmal nicht so mega dringend, würde ich sagen. Das heißt, der dürfte ein bisschen was an Leben verlieren, aber lieber wäre es mir natürlich, wenn er es nicht, wenn er nichts an Leben verlieren würde. Nehmt den A-Wing hier weg, die nächsten B-Wings bitte. Und das ist sehr schön, dass wir jetzt hier bei der Valor durch sind. Und die Proton-Torpedo-Werfer und die Fighter Bay, dass da auf jeden Fall auch keine Jäger mehr rauskommen. Und die Fighter Bay hier drüben. Du darfst bitte nicht zu weit rausfliegen. Du darfst hiermit angreifen. Du greifst die Golan 3 an. Oh, das wird er alleine nicht schaffen. Deswegen müssen wir jetzt hier. Du bleibst stehen, bitte. Du hilfst hier bei der Golan 3 mit, dass da die Schilde runterkommen. Oh, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Und jetzt musst du hier mithelfen, damit der Held überlebt. Die Defender vernichten. Oder sind es Majestics? Ich vermute, es sind Defender, aber ich weiß es nicht. Ja, Shinji hat jetzt auch schon ein bisschen was an Schilden verloren. Hat er nicht mehr so viele. Die alle noch in irgendeiner Art und Weise hier am Leben zu halten, wird nicht einfach sein. Und nicht, du darfst hier auf die Agave-Klasse gehen. Auf die Fighter Bay. Dann kann die auf jeden Fall auch nicht mehr heilen hier, die Valor, wenn die vernichtet ist. Komm schon. Okay, der sollte das aber, denke ich, überleben. Hoffe ich zumindest. Kannst du jetzt jemanden den Proton-Torpedo-Werfer vernichten? Danke. Okay, ich glaube, die werden es alle überleben. Ihr dürft hier auf die Agave-Klasse gehen. Du darfst auf die Agave-Klasse gehen. Die werden alle ein bisschen was abkriegen. Aber das Schöne ist, dass alle ein bisschen was abgekriegt haben und somit Shinji gar nicht so die Probleme hat. Das heißt, der wird nicht nochmal Zeit brauchen, um repariert zu werden. Der hat einfach volle Leben. Das ist sehr, sehr nett. Gehen wir zurück zur Galaxiskarte und können als nächstes dann mal beim Mintwin vorbeischauen. Aber ja, der nächste Bodenangriff sollte wirklich nur sein, wenn ich wieder mehr Geld habe. Und Turkana, oh, das ist nicht gut. Wenn die dann mich jetzt gewinnen, sind sie wieder bei Mon Calamari. Oh, das ist ganz und gar nicht gut. Als nächstes müssen wir also Mon Calamari einnehmen, bevor die da in irgendeiner Art und Weise irgendeinen Quatsch machen. Hier rüber. Komm schon. Darüber. Und hier bei Ton Falk. Haben die Bodeneinheiten dabei? Nein, das ist sehr gut. Das und das. Und bei Turkana überhaupt mal Gebäude bauen, bitte. Das und das und das. Bei Murkana wird noch fleißig weitergebaut. Bei Liana wird noch weitergebaut. Das ist gut. Hier oben Oslumpex darf jetzt mal eine Raumstation kriegen. Und Hakassi müssen wir jetzt gleich angreifen. Ah, ich sehe immerhin, was hier los ist. Da werde ich jetzt auch angreifen und danach werden wir dann versuchen, in irgendeiner Art und Weise
die anderen Sachen zu schaffen. Ach, es ist die Map, ich erinnere mich. Oh, und diese kleinen Viecher sind so nervig. Da habe ich definitiv, als ich das letzte Mal versucht habe einzunehmen, das ein oder andere Schiff verloren. Also das ein oder andere IDT. Hier lang. Wir brauchen auf jeden Fall Anti-Flugeinheiten. Und diese AT-APs brauchen wir auch. Du darfst hier drüben hin. Du darfst hier rein. Hier dürft ihr rüberfliegen. Repair Station. Hier ein Anti-Flug. Da Anti-Infanterie, dass die mich hier nicht nerven. Du hier lang. Du hier lang. Anti-Flug. Hier eben kurz Anti-Flug holen. Anti-Infanterie und du darfst dich hier reinsetzen. Anti-Flug hierhin. Ja, kriegen wir die. Okay. Sind Swamps wieder? Oh. Okay, kommt ein Stück zurück. Ich muss das jetzt hier definitiv schnell einnehmen, damit wir die Artillerie kriegen. Weil gegen die Einheiten bin ich nicht gewappnet. 1, 2, 3. 1, 2 und noch den Helden, damit wir die Command-Tier kriegen. Hier eine Repair Station vielleicht hin? Ich weiß es gerade nicht. Da bin ich mir wirklich unschlüssig, was wir hier am besten machen. Ich hatte mehr mit den Flugeinheiten jetzt gerechnet als mit allem anderen. Aber gut, diese RTTs scheinen auch nicht wirklich stark zu sein. Von daher hier noch eine Repair Station hin. Kommt, ihr sollt jetzt hier mit der Artillerie rausrücken. Die Einheiten, die ich als erstes hierher beordert habe, kommen als letztes rein. Das ist mal wieder so typisch, ne? Oh, das ist nicht nett. Ich will nicht, dass ihr da die Sachen vernichtet. Du baust dich bitte auf. Ihr beiden dürft hier langkommen. Greift mal hier an. Der ist immerhin vernichtet jetzt. Große Artillerie hilft hier mit. Das ist gut. Du darfst dich aufbauen. Du darfst dich aufbauen. Bedeutet aber auch, dass diese RTTs mich hinterher nicht mehr nerven, ne? Von daher, du darfst dich aufbauen. Ihr macht die Hypervelocity Gun weg. Das ist sehr schön. Und jetzt ist die Frage, wie das mit den Flugeinheiten hier aussieht. Erstmal versuchen wir jetzt hier, den da wegzukriegen. Der ist Schrott. Schön. Die Flugeinheiten kommen, aber in großen Zahlen. Die erste SPMAT ist also weg. Okay. Ihr dürft mal hier zum Anti-Flugturm laufen oder zur Repair Station. Damit ich Bescheid weiß, dass ihr da auch vielleicht ein bisschen geheilt werdet. Und so, komm schon. Hier lang. Du baust dich auf. Du baust dich auf. Und dann seid ihr da ein bisschen geschützter. Sehr schön. Zurück hier lang. Reparieren lassen. AT-RTs. Sollen sie machen. Aber wir gucken jetzt hier, dass hier die Bombardierung drauf kommt. Ich würde hoffen, dass die einfach trifft. Ihr kommt zurück und helft ihr nochmal. Die Bomben dürften da durchgehen, oder? Ja. Das ist sehr schön. Das bedeutet für mich, wir können jetzt hier nochmal gucken. Da haben sie eine Flugeinheit, die besiegt werden muss. Das darf hier drauf gehen. Ihr dürft dann hier drauf. Und damit müssten wir gleich gewonnen haben. Ohne zu viel verloren zu haben. Klar, die SPMAT da zu verlieren, ist nervig. Da haben sie einen Anti-Flugturm. Oh, ich will keine einzige Flugeinheit verlieren. Das war ganz doll knapp. Das war ganz, ganz, ganz doll knapp. Aber das ist gut. Da weiß ich jetzt, da ist der Anti-Flugturm. Damit kann ich leben. Was mit dem Helden hier? Ihr dürft mal hier runter. Ihr lasst euch weiter reparieren. Und dann fliegen wir hier lang. Und sehen mal zu. Jetzt könnten wir bombardieren. Wie sieht es hier mit Anti-Flugtürmen aus? Kein Anti-Flugturm. Nett. Also Bombardierung hier draufhauen. In der Hoffnung, dass die Bombardierung durchkommt. Aber sie fliehen auch. Sehr schön. Hakassi gehört uns. SPMAT und die Raptor Trooper. Da müssen wir aufpassen. Die Raptor Trooper dürfen wir nicht zu sehr verlieren. Das und das. Und Raumstation. Und dann darfst du mal Richtung Corellia fliegen. Und wir müssen jetzt ganz, ganz dringend Ton Falk hatten wir ja schon. Wir müssen ganz dringend hier Mon Calamari einnehmen. Wir haben 6 Flugeinheiten. Ich hoffe, das reicht. Ich weiß nicht, ob sie selber Flugeinheiten haben. Keine Ahnung.
Da müssen wir jetzt hier bei Mon Calamari mal schauen. Beginnen wir und nehmen direkt Flugeinheiten wie sonst was mit. Warum haben wir nur einen? Warum haben wir nur eine Infanterieeinheit? Warum muss es genau jetzt sein, dass wir nur eine Infanterieeinheit haben? Das ist doch nicht normal. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Aber gut. Kann man nichts anderes machen. Runter hier mit dir. Hier lang. Du nimmst das ein, damit wir mehr Einheiten kriegen. Was ist der Typ? AT-AT? Nee, okay. Oh, aber der kann mir Sachen auf der Map aufzeigen. Das ist natürlich nett. Das heißt, der kommt auf jeden Fall. Und 1, 2. Hier holen wir bitte... Ihr dürft auch hinankommen. Da eine Repair Station hinholen. Du baust dich auf. Eine Repair Station. Und hier machen wir Anti-Flugsachen hin. Ja, was kommt hier hin? Anti-Infanterieturm kann mir ziemlich egal sein. Aber wir müssen diese ganzen Mon Calamari wegkriegen. Die sind zu nervig, deswegen... Die Behausung hier vernichten. Eine nach der anderen. Du baust dich auf. Antiflug. Hier noch eine Repair Station. Einmal gucken, was hier so abgeht. T4Bs. Dann hier drauf. Und dann hier drauf. Und dann müssten hier die Leute der lokalen Bevölkerung besiegt sein, das ist gut. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Den T4B besiegen, ich weiß nicht, wie viele sie hier haben. Den Armored Freerunner, T4B. Vernichtet den doch, meine Güte. Und... Oh, okay. Kommt mal zurück, lasst euch reparieren. Nein, kommt hier bitte zurück. Da, wo die T4Bs nicht langfahren können, das wäre gut. Hier machen wir dann mal einen Antifahrzeugturm hin. Reparieren. Und dann können wir in der Theorie hier irgendwo eine Bombardierung draufhauen. Und mal gucken, ob sie durchkommt. Und mal gucken, ob wir den einen oder anderen T4B hier vernichtet bekommen. Oh. Okay. Brauchen wir wohl ein Orbitalbombardement? Aber das Schöne ist, die T4Bs sind mit Ketten betrieben. Die können nicht über Wasser fahren. Und vielleicht können wir ja dann den einen T4B... Dingsbums hier vernichten. Was wird das? Oh, da haben sie einen Antiflugturm. Natürlich haben sie einen Antiflugturm. Kriegt ihr den vernichtet oder müssen wir fliehen? Wir müssen fliehen. Das darf nicht wahr sein. Jetzt haben wir zwei verloren. Das, ich wollte keine einzige verlieren. Oh, es ist nervig. Und hier sind jetzt keine T4Bs mehr. Ah, immerhin. 3-4 vernichtet. Die T4Bs müssen auch gehen. Ich weiß halt nicht genau, ob hier nicht auch eine T4B-Produktionsstätte ist. Lass uns mal gucken, ob wir das vernichtet kriegen hier. Da wäre eine. Vielleicht können die so fliegen, dass... die einfach die T4B-Basis da vernichten können. Ohne vernichtet zu werden selbst. Oh, das darf nicht wahr sein. Komm, ich habe keine Lust, dass hier noch mehr T4Bs gebaut werden, als nötig ist. Deswegen, das dürftet ihr auch alleine schaffen. Ansonsten ist es ein bisschen schwierig für euch, die T4Bs hier zu besiegen. Sehr schön. Dann zurückkommen. Ihr beiden müsst jetzt mal hier langsam wegkommen. Sonst werdet ihr komplett vernichtet. Deswegen... Ihr kriegt diesen Reinforcement Point nicht. Könnt ihr vergessen. Hier machen wir Anti-Fahrzeug oder Anti-Infanterie? Wahrscheinlich Anti-Infanterie. Bringt gegen die T4Bs nichts, aber gegen die anderen. Ihr beiden baut euch auf. Ihr helft ihr bitte mit, Infanterieeinheiten zu vernichten. Und... Boah, ich bin genervt, dass wir jetzt zwei von den Flugeinheiten verloren haben, ne? Das nervt mich richtig gerade. Lass uns mal gucken, ich weiß, hier ist ein Buildpad. Das hat mir beim letzten Mal eine Menge an Ärger beschert, weil da ein Antiflugturm war. Da kommen die nächsten T4... Oh, da sind direkt drei T4Bs. Kommt mal zurück. Man kann die auch ein bisschen locken hier.
Ja, komm. Wenn wir das Bombardment haben, hier drauf, dass da keine TVBs mehr drauf kommen. Und dann müssen wir mal warten, bis wir noch mehr TVBs an einem Ort sehen, dass wir da die andere Bombardierung draufholen können. Weil so kann man die, denke ich... Ja, das sind jetzt 3 Stück, das ist auch nicht wenig. Wir müssen die halt anlocken. Kannst du nochmal hier gucken, ob hier irgendwo TVBs sind? Da sind jetzt natürlich keine. Na, da hinten ist einer. Aber da war ein Anti-Flugturm, da muss man aufpassen. Ich weiß auf jeden Fall, die können keine weiteren TVBs mehr bauen. Da eine Bombardierung vielleicht. Ah, vielleicht ist es auch unnütz, da eine reinzuholen, aber egal. Ihr kommt nochmal zurück. Immerhin einen TVB damit vernichtet. Da das sehr starke Panzer sind, die sehr, sehr nervig sind, ist das ganz gut. Je mehr TVBs wir vernichten, desto einfacher wird es gleich zu gewinnen. Schon den... Oh ja, der hat auch nichts mehr, der TVB. Abhauen. Da kommt noch einer, den ich sehen kann. Aber ich glaube, so langsam aber sicher war es das mit der TVB-Produktion. URI Fan könnten wir mal holen. Und dann den TVB da vernichten. Sehr schön. Wieder zurückkommen. Ach, da ist auch noch ein Gebäude, aber das ist, da kommen keine Fahrzeuge rauf. Raus auf jeden Fall. Da ist der nächste TVB. Oh mein Gott, wie viele TVBs haben die noch? Ich sehe auf jeden Fall keine weiteren Anti-Flugtürme hier erstmal. Das ist nett. Da werdet ihr auch keinen Turm rauskriegen. Aber nicht so nah in unbekanntes Terrain. Die nächste Bombardierung, die können wir dann einfach hier drauf machen. Dass die Gebäude auf jeden Fall mit den Bombardierungen vernichtet werden. Und dann müssen wir mal hier gucken, dass wir die mitnehmen, dass wir hier vielleicht den Victory Point oder so eingenommen kriegen. Das vernichten, das vernichten, das vernichten. Die nächste Bombardierung wäre... Oh, das sind nicht wenige. Die könnten noch richtig ouchen. Immerhin 2 vernichtet. Aber ein T4B plus Antiflugturm. Oh, und der Antiflugturm kann uns jetzt schon treffen. Nee, da müssen wir abhauen. Das ist noch zu krass. Weiß halt nicht, wo ist URI Fan? Okay, hier drüben. Versucht mal hier hinzukommen. Und dann können wir hier nämlich nochmal 2 Artillerien hinholen. Die, glaube ich, sehr nervig werden könnten. Für die Gegner. Ha! Der Antiflugturm ist dann mal wohl weg. Die URI Fan darf hier mit hin. Dann ist nämlich der Victory Point hier. Da ist ein Antiflugturm, das sehe ich. Könnt ihr euch bitte alle auf den Antiflugturm konzentrieren? Sehr schön. Dann kriegt ihr es doch auch hin. Auf den T4B konzentrieren, kommt ein Stück zurück. Nochmal wieder drauf. Jawohl, wir haben gewonnen. Meine Güte. Die 2 IDTs sind nervig, aber dafür gehört Mon Calamari uns. Wenigstens etwas. Ihr fliegt nochmal hier rüber. Und die Bodeneinheiten... Oh. Oh, okay. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob sie eine Hypervelocity-Gun haben oder nicht. Der Interdiktor ist nervig, aber solange es beim Interdiktor bleibt und sonst nichts anderes ist... Ist das vollkommen in Ordnung für mich? Ja, das ist nix. Das ist ganz und gar nichts. Dieser Interdiktor wird jetzt bald Geschichte sein. Oh, die haben schon eine Capital Shipyard. Okay, damit ist es deutlich doch noch gefährlicher, aber... Das war's mit dem Interdiktor. Komm, vernichte ihn jetzt. Vor allem auf das Gravitationsfeld, bitte. Die Schüsse gehen hier überall drauf. Ja, jetzt spawnen die anderen rein. Was sollen sie machen? Den Interdiktor eben vernichten. Den Victory. Den anderen Victory hier, bitte. Die, die wirklich die starken Waffen haben, müssen hier vernichtet werden. Panaka darf mal wieder die Capital Shipyard vernichten. Und dann werden wir zusehen, dass wir auch den Boden bei Corellia uns holen.
dass wir wirklich nicht mehr lange brauchen, um dann wirklich hier zu siegen. Was ist mit dir? Ja, Victory 1 muss hier noch weg. Du hier drauf, wir holen mal ihn und dann ein bisschen was an Anti-Jäger mit rein. Mache ich nur ungerne, wenn hier noch sehr viele größere Schiffe sind, auf die Engines hier. Vernichte noch ihn. Und damit ist Corellia auch unser. Sehr, sehr schön. Aber ich würde sagen, mit einem Blick auf die Uhr war es das für heute. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.